Vier Spiele für ein Halleluja. Mit dieser Aktion setzt der FSV Frankfurt für die letzten vier Heimspiele auf die volle Unterstützung seiner Fans, um das Ziel Klassenerhalt zu sichern. Angelehnt an den Film Vier Fäuste für ein Halleluja aus dem Jahre 1972 präsentiert sich der FSV selbstbewusst und humorvoll. Das Fotoshooting fand am vergangenen Mittwoch in den Studios des Hessischen Rundfunks statt. Alexander Klitzberger und Jürgen Jasula schlüpften in die Rollen des legendären Duos Bud Spencer und Terence Hill. Genau wie im Western geht es im Abstiegskampf heiß her. In den Duellen gegen Union Berlin, Rot-Weiß Oberhausen, den FC Augsburg und TuS Koblenz sollen die Punkte im Frankfurter Volksbankstadion bleiben. Hallo Jürgen, heute mal als Cowboy, wie fühlt man sich so? Ja, ist mal was Neues, aber ich denke mal als kleiner Junge hat jeder als Cowboy sich verkleidet und von dem her, es macht Spaß und es ist ja für eine gute Sache und von dem her ist alles okay. Heute als Cowboy, wie fühlt man sich so? Ja gut, macht Spaß, gell? Wenn man geschminkt wird und es ist unglaublich, wie man sich verändert werden kann und was man da für Möglichkeiten hat. Die Aktion, vier Spiele für ein Halleluja, was erwartest du dir davon? Wie siehst du die Aktion? Ja, ich sehe sie sehr positiv. Es macht Sinn, wir haben noch vier Heimspiele und die wollen wir natürlich versuchen positiv zu gestalten. Und von dem her hoffen wir, dass wir nach den vier Heimspielen dann auch in der Klasse bleiben und dann, wie gesagt, alle feiern können. Alex, kannst du deinen Kopf noch ein kleines bisschen mehr nach rechts ziehen? Hier zum Thomas und so ein kleines nach oben gucken, über seinen Kopf hinweg. Ja, so genau. So ist gut, so ist ganz klasse. Bleib so. Ja, das ist es. Ich wusste es doch, ihr habt es drauf. Ja, gib's mir. So ist es, Baby. Nachher sitzt du voraussichtlich mit Klitze in einer Badewanne. Was erwartest du dir davon? Wie ist das so? Sonst steht ihr vielleicht bei der Dusche oder in der Dusche mal nebeneinander, aber jetzt mal in einer Badewanne. Ja, ich bin mal gespannt, wie es ist mit dem Klitze. Aber wie gesagt, ich sehe den ja auch sonst beim Duschen, auch wenn man da jetzt nicht unbedingt den anderen beobachtet. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was er für eine Figur macht in der Badewanne. Nur trainieren und abwatschen. Die Aktion an sich, wie gesagt, vier Spiele für ein Halleluja. Denkst du, wenn da wirklich mehr Leute im Stadion sind, dass euch das nochmal mehr pusht? Oder seid ihr sowieso so motiviert, jetzt auch durch die Erfolgsserie etc., dass ihr das gar nicht so sehr braucht? Ja, ich denke, jede Mannschaft braucht seine Fans und umso mehr ins Stadion kommen, umso besser für die Mannschaft. Das pusht uns noch mehr, auch wenn wir jetzt momentan einen guten Lauf haben, auch Selbstvertrauen haben. Aber wir würden uns sehr freuen, umso mehr Leute ins Stadion kommen, auf jeden Fall. Hi und das klasse, schönste, das macht das mal für dich Geschichte, ein bisschen mal eine Runde. Ja, so ist gut. Doch, ihr habt's drauf, ja. Gib's mir. So ist es, Baby. Bernd, wolltest du das hören? Richtig. Das ja, das ist es doch. Ich wusste es.